Viel Gold hast du? Immer nur das eine Nugget bis jetzt. Achso. Ah, hast du deine Eimer noch nicht Ne, bis jetzt leer noch nicht. gemacht? Wie viele Eimer Warum? hast du jetzt voll? Ich glaube 6 oder 7. Und du, Schatze? Ich hatte schon 10 Eimer leer gemacht. Nicht Also vorhin schlecht. 5 Eimer, den. Also am Anfang 5 Eimer, den vorhin 5 Eimer und jetzt bin ich gerade dabei, 15 Eimer voll zu machen. Okay. Ja, also Zwei, beziehungsweise vier, sechs Stück. von den 15 Eimer bin ich gerade beim ersten Eimer. Ja. Du hattest noch keine Diebe, ne? Bis jetzt noch nicht, zum Glück. Ja, dass sie bei dir auch aufschlagen. Was? Was? Wie bitte? Zur Zeit, dass sie bei dir auch aufschlagen. Nächster. Natürlich. Die bei mir klauen, müssen wir bei dir auch klauen. Nee. Wissen gar nichts. Die müssen gar nichts. Ja, da kennen wir auch einen, der es auch so macht. Aber ganz ehrlich, ich bin schon mit Einbarge und einer Waschanlage überfordert. Ey. Wir sind froh, dass wir eine Waschanlage voll kriegen, ne? Ja.
Das reicht uns vollkommen. Oh nein, der Eimer ist runtergerollt. Der Eimer ist voll. Ich hab ihn, da ist jetzt gerade der Eimer runtergerollt, so die, also, ne? Und dann habe ich mit der Schaufel versucht, den aufzuheben, ne? Ja. Anstatt den aufzuheben, habe ich ihn irgendwie voll gemacht. Dann kommt da gerade die Meldung, der Eimer ist voll. Ach nee. Ja, wenigstens das habe ich hingekriegt. Immerhin. Ja, immerhin. Ei, Was ist los? ei, ei. Oh, Strecken. Ach, so. Ach, komm, die paar Prozente. Ja, ich weiß, der Eimer ist voll. Rollt er die ganze Zeit da unten Oh, rum? verdammt, warte mal. Ach ja, tanken, 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 tanken. Musst du tanken. Willst du denn das heute noch machen, oder? Ich weiß nicht. Was hast du denn, Schatz? Von mir aus können wir, wie gesagt, ich bin startklar. Es kommt nur darauf an, ob du halt Bock drauf hast. Ich würde da schon mal ganz gerne reingucken. Dann lass uns da gleich mal reingucken. Wie gesagt, wir können auch Goldwaschwerte machen, so ist es. Also. Ich bin da offen für alles. Ich bin da offen. Ach, verdammte Axt.
Ich muss den Bagger gleich wieder tanken. Ich auch gerade. Das habe ich auch gerade. Also ich mache den Eimer noch voll und dann lade ich das Spiel runter halt. Wie gesagt, das musst du mitentscheiden, ob du Bock hast oder nicht. Ich will hier Ja, nicht ja. alleine entscheiden. Aber dann muss ich das gleich noch runterladen. Was ist jetzt los? Ah. Ich dachte, hier wäre wieder was kaputt gegangen, aber nein, Gott sei Dank nicht. Cool. Rechts rum. Jetzt rechts rum ist kaputt. Ach, ich steig schon wieder aus. Ja, willkommen im Club. Das ist auch irgendwie das, was ich am meisten hier mache in dem Spiel. Ja. Aussteigen. So, Eimer voll. Nächster Eimer rein. Warte mal. Boom. Ich dachte, der Eimer wäre voll, der ist ja leer. Hat er mich wieder verarscht, das Spiel. Ich habe noch einige, ja, Eimer, die ich voll machen muss. So, mal gucken, wie viel ich jetzt voll habe.
So, ich habe hier 3, 7 Stück, 11 Stück habe ich jetzt. Schlecht. Ach ja, ich bin gerade beim zweiten von 15. Ja, aber da ist ja schon mal weggebracht, ne? Ja, 10 Eimer schon. So, achso, du hast 32% Magnetit im Eimer. 39. Oh, nicht schlecht. Und du? 32, habe ich schon gerade Ach gesagt. so. Ob Sport gesorgt, mein Schatz. Also ich habe gerade mich ein bisschen verhört. Warum, was hast du denn gedacht? 39 oder Ich was? habe, nee, ich habe gedacht, dass du gesagt hast, ich hätte 32. Achso. Deswegen habe ich mich ein bisschen verhört. So, dann machen wir die Pumpe mal voll. Aber diese Dieselpumpe, ne, die verbraucht super wenig. Also das dauert echt ewig, bis das Ding mal leer werden sollte. Also das lohnt sich, Schatz. Das lohnt sich. Wäre ich fast so falsch, oder bin ich zum falschen Pickup gelaufen? Da stand noch einer, ich laufe einfach drauf los. So. Ich denke gerade, Moment! War ja gar nicht meiner.
Ich stell dir vor, du bist echt in so einer Stadt, komplett alleine. Ja, das Ganze gehört für dich alleine. Wo ist das Problem? Da würde ich mich jeden Tag fragen, was ist hier falsch gelaufen, warum die alle weg sind? Ja, aber das wäre doch gar nicht mal so schlimm, weil dann hättest du ja das komplette Geld für dich Ja, alleine, wenn Gold man für das dich wüsste, alleine. dass es hier so viel Gold gibt, ne? Also, ich stell dir vor, du wohnst hier oder so und alle sind weg. Und dann? Und dann? Party? Party alleine. Wuhu, Party. Warte mal, Leo, ich schlaf du bist cool allein. und walten, wie du möchtest. Kannst machen, was du willst. Ja, aber richtig. Ist keine Sonne da. Party alleine. Juhu. Dann machst du 2 Tage, dann ist ja langweilig. Die Lehen plündern. Ja, aber dann hast du trotzdem erstmal 2 Tage was zu tun. Toll, und was machst du denn die anderen 1000? Da finde ich schon was. Läden wieder einräumen. Nö. Aber da wird sich schon was finden. Muss man doch mal ausnutzen, wenn man alleine ist. Migratoren. Ich kriege gerade Mocht Hunger. ihr was zu essen, Schatze? Ja, ich überlege, ob ich mir denn das Schläfchen mache. Hast du das ganz Oh. normale geholt? Ja, natürlich. Da gibt es noch eins mit Champignons und so, ne? Ja. Schmeckt auch ganz gut. Besser. Ah, ja, natürlich. Ich hab ja die Hälfte daneben, ich dumme Sau. Seh dich da nur mit dem Tisch rumrennen. Ja, den Tischler. Wer hat mein Kabel geklaut? Habe ich nicht hier vorhin ein Kabel liegen gehabt? War das schon angeschlossen? Weiß ich nicht. Nee, Wenn ich ja, glaube vielleicht nicht. ist es kaputt. Nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. Oder ich habe es weggeräumt. Das kann natürlich auch sein. Ich war Obwohl du vorhin. es da brauchst. War ja vorhin im Aufräumen waren, ne? Oh, noch mal kurz. So, der Tisch brauchte doch das Gelbe, ne? Ja. Wir könnten das auch so machen, Was denn? dass wir das Spiel einen Dienstag machen. Ja. Ich würde gleich eventuell Feierabend machen, weil ich krieg sowieso gerade Hunger. Okay. Dann. Also eine halbe Stunde mache ich noch. Ja, dann würde ich sagen, ich mache den Feierabend, esse was und dann keine Ahnung. Oder ich weiß ja nicht, wird keine Ahnung. Ich habe Hunger. Ja, wenn du essen willst, Ich dann soll bin da essen. gerade so ein bisschen verwirrt im Kopf. Bist du nicht immer? Nee. Hehehehe. Wer hat das So gesagt? nicht. Ja. Wer hat das gesagt? So, ich mache jetzt mal ein bisschen altmodisch. Ich gehe mal ein bisschen noch hier an den Bach. Einfach Schon just for wieder? fun. Einfach just for fun. Keine Ahnung, habe ich gerade Bock drauf. Was bist du am Essen? Haribo. Dumme Sau. Ja, nicht Haribo, dumme Sau. Haribo macht Kinder froh. Ja, auch irgendwas. Wer macht ihr den Schläfi? Nein, ja gleich, auch nicht jetzt. Ach, Moment, jetzt weiß ich, was fehlt. Upp.
mir fehlt. Wasseranschluss. Kann mir aber auch was bestellen. Bestellen? Also ich weiß ja nicht, ob die Klingel überhaupt schon wieder funktioniert. Wie? Haben die das immer noch nicht geregelt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber gemeldet hat es das ja, ne? Andere haben das gemeldet. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gemeldet. Also das ist jetzt innerhalb, sagen wir mal, von 2 Monaten das zweite Mal, dass die Klingel kaputt ist. Okay. Nein, ich häng fest. Jetzt stell dir mal vor, du hättest nichts zu essen zu Hause, ja? Ja. Und bist eigentlich auf Bestelldienst angewiesen. Die Klingel ist kaputt. Ey, du verhungerst elendig, ne? Ja, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das elendig ist, aber ja, ja kann natürlich sein. Okay. Weil du weißt ja, was du dir bestellt hast. Du bestellst das ja, weil du richtig Bock drauf hast. So. Und dann stell dir mal vor, du wartest schon drauf. Du willst das unbedingt essen. Ja. Ne? Sitzt zu Hause und wartest du. Die klingeln, aber klingel kaputt. Du hast da richtig Bock drauf. Kann es sein, dass du jetzt gerade einen Traum hast? Ja, ich habe einen Traum. Gehst gerade so ins Szenario. Das ist ja mir passiert. Du gehst so voll in das Szenario jetzt gerade rein. Ja, ich spreche aus Erfahrung. So lange ist das ja nicht her. 2 Wochen oder so. Und dann, bei mir traf ja alles auf einmal zusammen. Telefon auch noch kaputt. Und ich habe versucht, dich anzurufen. Donner Scheiße. Nicht gut sowas. Bin jetzt Level 10 mit dem Seasonal. Dauert noch ein bisschen. Also, ja. Wollen wir dich ziehen? Oder, ja, war ich gerade auch am Denken. So. Oder wir machen weißt jetzt... Weißt du was am Denken? Ja. Du? Ja, hin und am wieder kommt... Denken? Ja, hin und wieder kommt das mal vor. Zwar selten, aber kommt hin und wieder mal vor. Nee, oder wir machen das so... Machst du jetzt gleich was zu essen? Ne? Ja. Und dann spielen wir Diablo. Und am Dienstag machen wir Range Began. Hm? Ja. Hab ich doch nicht so wirklich Bock auf Schläfi, ne? Also jetzt doch bestellen. Ich weiß es nicht. Nee, die Frage wäre ja denn was? Schläfi. Bestellst du Schläfi? Ach, der war so. Ja, war doch. Der war so lustig. Ich glaube, alle lachen jetzt, außer du. Ja. Ich habe auch noch Knäckebrot. Ja. Bäckebrot und Frischkäse. Was ist ein Schläfi? Schlemmerfilet. Von. Dann gibt es ja verschiedene Iglo oder dieses M. Wie heißt das? MSC? Oder? Ja, irgendwie so, ja. Schlemmerfilet. Das ist ein Schläfi. Also wir nennen das Schläfi. Genau, Schlemmerfilet eigentlich. So, Bagger wieder voll. Das ist auch wieder voll. Nee, sie will nicht schlafen gehen, sie will nur was essen. Sie hat Hunger. Ja. Gar fürchterlichen Hunger. Weil ihr schon vom Fleisch.
Aber irgendwie kann ich gerade nicht so wirklich mit dem Eimer hier aufhören, wa? Wie? Befüllen. Der lacht mich so an, der ist so. Ach mal, ein bisschen alte Schule wieder. Mal wenigstens ein bisschen das Gold rappeln sehen. Passt doch, versuch's doch mit dem Bagger. Boah, das wär's. Kannst du bestimmt das Ding mit dem Bagger befüllen. Ist doch. Okay, Goldhunter MP, danke für deinen Host mit 35 Leuten. Hallo. Ja, hallo an die Zuschauer von Goldhunter MP. Na, was habt ihr denn gespielt? Ja, dreimal kannst du raten. Ich denke mal, kein Diablo, sondern Gold Rush, hoffe ich, denke ich. So klug. Ich bin klug, ja. Du klug. So klug. Habe ich doch eben doch schon gesagt. Du bist so klug. Ich bin so klug. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Na komm. Raus mit der Sprache. Ja, kann ja auch sein, dass er vorher was anderes gespielt hat wie Gold Rush, ne? Wenn er das überhaupt gespielt hat. Das ist ja nein, kein Gold Rush. Neues Spiel entwickeln? Was? Neues Spiel entwickeln? What? Okay, welches? Wir wollen sagen. Eher das neue Goldspiel. Arbeiten daran. Okay. Ihr wisst ja, ne? Hier, Beta-Tester, wir zwei hier, ne? Was? Nicht? Nee, ich stehe sowieso mit dem Bagger auf Kriegsfuß, das wird nichts werden. Goldhunter. Goldhunter? Was kann man sich denn da drunter vorstellen? Erzählt, wir brauchen Infos. Ja, Goldhunter? Ist das dieses, wie heißt denn das? Das Jägerspiel da? Nee. Nee, das ist... Ein Goldhunter ist doch hier auch Goldschürfen. Auch Goldschürfen? Das hat, glaube ich, ein Multiplayer, kann das sein? Okay. Goldsimulator mit Multiplayer. Okay. Mir sagt das Spiel aber jetzt gar nichts. Ich hab's mal gehört. Deshalb dachte ich erst, das wäre Spaß gewesen. Wie kann man sich das vorstellen? Genauso wie Gold Rush oder was? Oder wie? Oder wo? Kann man da schön zusammen eine Mine plündern? Wenn ja, müssen wir uns das holen. Ja. Was kostet denn das Spiel? Sagt mal an. Ja, kaufen wir. Ja, wann kommt's raus? Okay. Okay. Oh. Gut ist schon mal, dass es einen Multiplayer hat. Ja, das auf jeden Fall. Aber das hört sich auch interessant an. Gold suchen an Land, unter Wasser und unter dem Eis. Ui. Also das hört sich ja richtig gut an. Ist das auch hier von diesem Parker oder so? Also hier, der hat ja auch sowas gemacht, ne? Unter Eis? Ne, oder waren das waren andere, ne? Unter Eis? Das ist keine Ahnung. Würde ich nachher auf jeden Fall mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, es hat einen Multiplayer, ist gekauft. Er hat einen Multiplayer, ist gekauft. Guck da, okay. Was machst du denn da? Danke für... Hallo? Was ist da los? Guck da, was machst du denn da? Hast du dich verdrückt? Ich glaube, Guckta hat sich verdrückt. Er macht da irgendwas Komisches. Das ist ein Ding zwischen euch. Also. Guckta, danke für deine verschenkten Subs an Goldhunter MP und
Chaos. Dankeschön und herzlich willkommen, natürlich. Subverschenken ist mein Job, ja. Jetzt hast du einen Konkurrenten. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön, Dankeschön. Was spielst du denn sonst noch so, eh? Chaos oder Goldhand, dein B. Was spielt ihr denn sonst noch so, außer das Spiel? Oder seid ihr wirklich nur auf dieses Spiel getrimmt? Weil wir sind ja so Multikulti, wir spielen ja irgendwie alles. Mein Schlief hier immer noch nicht in den Ofen gepackt. Ja, mach das mal nicht, dass du wirklich hungerst da. Ich will ja nicht, dass du verhungerst. Es dauert. Ich habe genug Reserven. Ach was. Natürlich. Keine Zeit für sowas. Viel Zeit in das Spiel stecken, ab und zu Rocket League. Ah, Rocket League. Okay, das spielen wir natürlich nicht. Aber wir spielen Shooter, wir spielen Diablo, wir spielen, ach, alles mögliche, wirklich alles mögliche. Goldrush. Goldrush, genau. Demnächst Goldhunter. Goldhunter, genau. Aber keine Angst, wir wollen nicht dich handeln, ne? Wir laufen dir nicht mit einer Schrotflinte hinterher oder so, ne? Zu wie vielen Leuten kann man das denn spielen? Ja, das wäre ja richtig geil, wenn du das zu was weiß ich wie vielen Leuten spielen könntest, ey. Ja, natürlich. Geplant ist es bis zu 32 Spieler. What the fuck? Auch mit Voice und Chat. Huhuhu. Wir sind also dabei. Könnte man rein theoretisch, so denke ich jetzt wieder, ne? Quasi wie so ein RP draus machen. Weiß ich mein. Würde ich ihn so mit. Goldschopper, ja. RP. Das wäre doch auch nice. Da würde ich ihn mit der Schipper schlagen. Gib da Gold her. Was sind da los? Ach, scheiße. Aber 32 Mann, boah, das hört ja richtig geil an. Er kommt aus der RP-Szene und deshalb wird es da auch geben. Cool. Siehst du, was sag ich? Ja, aber das wird bestimmt lustig. Also, wir sind auf jeden Fall dabei. Das ist schon mal 100%, oder? Ja, natürlich. Weil wir mögen ja solche Spiele. Mit Herausforderungen, mit allem drum und dran. RP sind wir zwar noch nicht so geübt, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Außer privat? Nein. Ja, genau. Aber das wird sich ja, denke ich mal, geben auf jeden Fall. Dann seid ihr ganz herzlich bei uns auf dem Discord eingeladen. Okay. Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Da bin ich echt mal gespannt, ey. Weil das haben wir ja hier schon vermisst, ne? Ja, Multiplayer und sowas. Mhm. Das haben wir echt schon vermisst hier. Weil das bietet sich an beim Goldschürfen. Das ist halt... Ah. Ja, das wäre echt genial. Und gerade mit so 2, 3, 4, 5 oder 32 Mann verschiedene Claims oder so abzubauen. Boah, bestimmt voll geil. Sowas macht bestimmt Laune. Glaube ich. Bild glaube ich auch. Muss ich nachher nach dem Stream muss ich direkt mal stöbern. Ja. Wie gesagt, hat ein Multiplayer ist gekauft. Egal was es kostet, ne? Ja, überleg mal, was für Rotz-Games wir schon gekauft haben. Hier, ich sag nur Deadlinger. Ach, hör auf damit. Heidengeld ausgegeben und das Spiel, da kannst du einem Fahrrad fahren. Traumatisches Erlebnis mit dem Spiel. Ja. Ja, aber noch nicht mehr so. Du konntest auch nicht mal richtig Fahrrad fahren, ne? War ja auch eher so ein. 60 Claims, oh. Hey. Okay, ich muss mir jetzt fix meinen
Essen reinhauen da. Macht das Schatz. 60 Claims, ey. Ich weiß noch nicht mal, wie viel es hier gibt, aber auf jeden Fall bestimmt keine 60. Aber ich glaube, da könnten wir vielleicht, weil wir haben viele, die hier Gold Rush spielen, vielleicht auch noch ein paar andere Leute anstecken. Das wäre natürlich auch möglich. Weil das sind nämlich auch so, ich sag mal so, die sind wirklich verrückt. Weil die wissen wirklich alles über das Spiel hier. Und das sind so Kandidaten, die kann man für sowas bestimmt gebrauchen. Da bin ich echt mal gespannt, ey. Damit hast du es mir jetzt angetan. Jetzt will ich das spielen. Toll. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das hier so lange gedauert hat mit dem Wasstich, du. Ist zwar gut und schön, aber kann mich echt nicht dran erinnern, dass das so lange dauert. Und ihr seid so ein komplett eingeschworenes Grüppchen oder was? Ihr spielt öfters Games zusammen? Na komm, rüttel mehr. So, also wenn ihr es im Hintergrund klingeln hört, nicht erschrecken, das ist meine Eieruhr. Die sagt mir, dass mein Schläger denn fertig ist. Genau. Ihr seid ein kleines Team, die das entwickeln, jedoch zusammenspielen eher weniger. Okay. Ja, aber ist doch cool, wenn ihr sowas könnt, ey, ist doch geil. Ganz ehrlich, habt ihr schon mal ein anderes Spiel gemacht oder ist das euer erstes Projekt? Aber von Goldhunter hat man tatsächlich schon sehr oft gehört. Also ich jetzt. Nein, erstes Spiel. Okay. Finanziert ihr das über diese, wie heißt die eine? Kickstarter. Kickstarter, genau. Finanziert ihr euch darüber oder wirklich alles aus eigener Tasche? Das ist so schön. Ah, Kraftstofffilter. Ich hatte irgendwas mit Kartoffel gelesen. Kartoffelfilter. Okay. Oh, wow. Kartoffelfilter, ab rein da. Ich wollte gerade sagen. Da bin ich echt mal gespannt, ey. Ja, dann gibt's hier was mit Kartoffeln. Da ist doch der nächste Kandidat bei dir da, Schatz. Torschramme. Torschramme? Ja. Ja, ist auch so. Goldsuchti. Ja. Der Torschramme, ja. Das ist der, und das ist unser Profi-Bagger. Baggerfahrer, so. Unser Profi-Baggerfahrer. Da bin ich echt mal gespannt. Ey, ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Glück, dass das alles so nach Plan läuft, wie ihr euch das denkt. Also das sind so Spiele, da sind wir direkt dabei, wirklich. Da hilft man, wie man kann. Ganz ehrlich. Ja, das sind so Projekte, da sind wir auf jeden Fall. Und so würden wir auch direkt mal diese RP-Erfahrung kriegen, ne? Hm. Wenn ihr bei Kickstarter seid, da kann doch eigentlich auch jede Privatperson euch Spenden zukommen lassen, oder? Ja, ich glaube schon, ja, bei Kickstarter. Ja, dann müssen wir mal drauf achten, mein Schatz. Ja. Müssen wir mal öfters bei Kickstarter gucken. Das macht nichts, das macht nichts. Der Bot, der reagiert erst später. Bei zu vielen Zeichen.
Er hat das mit dem Waschtisch echt so lange gedauert. Ich will jetzt sowieso ne nebenbei nur so ein bisschen schippen. So einfach just for fun. Ja. Aber hat das echt so lange gedauert am Anfang? Wie haben wir denn da immer so 600 oder so Gold hingekriegt? Dauert ja Ja, du, ewig. nein. Du tippst erstmal da in der normalen Hogpen, in der Waschrinne, gibst du die Erde rein. Und dann, wenn die Matten komplett auf 100% sind, wäschst du die Matten aus. Und dann kippst du den Eimer beim Waschtisch rein. Erst danach. Ja. Aber so geht das doch auch, oder nicht? Ja, aber das kriegst du um einiges weniger halt an Gold, ne? Okay. Egal, ich will jetzt gerade nur so ein bisschen. Das Verfahren. Das machen wir auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall machen. So ein Beta-Zugang, das wäre natürlich eine klasse, feine Sache. Also wirklich. Weil da kann man ja auch viel mit erfahren, ne? Was man noch ausmerzen muss und. Das ist halt das Schöne dabei. Solange, ich sag mal so, solange Spiele nicht dauerhaft in Early Access oder Betas hängen, ne? So 30 Jahre, ne? Da gibt es ja auch so ein paar Ja, kennen Kandidaten. wir ein paar Spiele, ja. Ja, weil irgendwie heutzutage ist ja alles nur noch Early Access oder Beta. Die werden irgendwie nie fertig. Anstatt die dann irgendwie sagen, okay, das Spiel ist jetzt endlich mal endgültig, das läuft jetzt und ne, wir erweitern das zwar stetig, aber irgendwelche Spielehersteller, die wollen da gar nicht raus. Ich hatte das echt gewundert, schon alleine mit Ark, dass das überhaupt mal da rausgekommen ist. Ark, das ging schnell. Ja. Ich fand, das ging richtig schnell mit Ark. Ja, aber mich hat das gewundert, so dass das so fix, also was heißt fix ging, aber so, dass die da überhaupt so schnell raus sind. Ein bestimmtes Spiel hängt, glaube ich, schon seit 7 Jahren in der Early Access. Ja. 7 Jahre. Da bin ich mal gespannt. Toll, jetzt will ich Goldhunter spielen. Ja, hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Jetzt würde ich das testen wollen. Ja, das ist echt. Oh, dann würde ich die ganze Zeit mit der Peitsche hinter dir stehen. Und dann schürf, Sklave, Was? schürf. Hallo? Hallo? Das Ja. ist kein ägyptisches Spiel. Weißt du doch nicht. Der hat bestimmt auch damals Gold gehabt. Alles klar, Goldhunter. Schlaf gut, träum was Feines und danke nochmal für deinen super Support mit den ganzen Leuten hier. Hammer. Krass. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt mal öfters hören. Weil damit hast du uns auf jeden Fall angesteckt. Da bin ich mal gespannt. Du hast uns angefixt. Genau, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Sonntag. Jo, schlaf gut. Danke noch für dein Follow. Vielen Dank. Aber das wäre ja, glaube ich, ein klasse Spiel für uns, du. Ich Ja. glaube, da könnten wir bestimmt echt einige mit anfixen mit so einem Spiel. Ja, vor allem, wie gesagt, das gefällt mir schon, dass es halt Multiplayer hat, Ja, ne? besonders schon allein die Idee halt auch, ne? Mit Ja. wirklich 32 Mann, überleg mal, was du da anstellen kannst, ey. Vor allem die Claims müssen ja dementsprechend auch wahnsinnig riesig sein. Ja, hat er ja geschrieben, irgendwie 60 Kilometer oder so und 60 Claims gibt es. Das habe ich jetzt nicht gelesen, weil ich habe mir mein Essen in den Ofen geschoben. Also da ist auf jeden Fall Platz, so wie das aussieht. Da bin ich echt mal gespannt, ey. Besonders, das wäre ja so eins mit der ersten Spiele, wo man von Anfang an dabei wäre, ne? Ja. Also die noch in der Entwicklungsphase hängen. Aber sowas mache ich gerne. Sowas mache ich gerne. Sowas supportet man gerne, Ja, deswegen sage sowas ich, müssen hilft man wir auf jeden Fall. Anfang nächsten Jahres mal Kickstarter im Auge behalten. Und da kann man auf jeden Fall gut Werbung für machen dann auch. Überleg mal hier, Gerrit und so weiter. Die ganzen Konsorten spielen ja auch sowas. Ne? Kann man ja einfach mal.
dann vielleicht ein bisschen Public machen irgendwie. Ein bisschen ja. Mundpropaganda. Aber ich glaube, er weiß auch schon was von Gold Hunter oder so. Also kennt das auch schon oder hat das auch schon gehört. Ich weiß es jetzt aber nicht. Ja, aber wäre ja auch ganz gut, so falls es solche Zugänge gibt, ne? Ja. Dass man vielleicht ihm das da irgendwie auch präsentieren kann und so. Er hat ja auch schon eine ganz andere Reichweite halt, ne? Ja, natürlich. Aber ist ja auch immer so ein Kandidat, der immer alles testet. Auch wenn er es nicht kann. Ja, auch wenn er es nicht kann, genau. Ja. Aber immerhin. Er versucht es. Ja. Auch wenn er es nicht kann. Er versucht es, ja. So, ich lasse den Tisch jetzt noch bis 700 rütteln hier. Hallo, Yuki. Baby. So. Sollen wir dann gleich zu Diablo schwenken? Können wir machen. Ich hab Sonnenhunger, das Dicken von der IO geht mir tierisch auf den Sack gerade. Okay. Ja, das Essen soll fertig werden. Also, ich geb dir keine Waffe, nachher schießt die IO-Uhr weg oder so. Ah, Schlemmerfilet. Was? Mach nix gegen mein Schlemmerfilet. Hätte ich auch nur wieder Bock. Ja, dann ist das? So viel Bock dann doch nicht, oder? Nee, anscheinend den doch. Ich würde eigentlich eher auf Fisch verzichten. Ach so. Sonst wachsen dem Baby noch Schwimmhäute. Ich auch. Fischi, 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 Fischi. Du kommst mit Kiem raus. Ja. Was hast du gesagt, Yuki? Das wär's noch. Ja, wer weiß? Denk dran, das Baby ist in Fruchtwasser. Wie kannst du atmen? Nee, kann jetzt nicht auch noch so. Ich hab schon so einen Scheiß gelesen, auch darüber. Jetzt kommen die Verschwörungstheorien. Meinte, ja, Illuminati. Einer meint anscheinend, dass wenn das Baby ja zur Welt kommt, Wassergeburt, man es nicht einfach unten lassen kann im Wasser, weil es kann ja atmen, ne? Ah genau. Ja, dieselbe Scheiße habe ich auch gelesen, da habe ich mir auch so gedacht, Hunger oh, ist die alte dumm. So, dann schwenke ich jetzt mal rüber auf Diablo.